Hi Leute, hier ist Jake und hier zeige ich euch wieder mal zwei Messer aus der großen Familie der Original Bowie Knives. Hört sich sehr amerikanisch an oder zumindest vermutet man, dass diese Messer irgendwo in Amerika hergestellt wurden, aber natürlich sind sie aus Solingen. Überhaupt sind diese Messer mit der Aufschrift Original Bowie Knife eine deutschsprachige Erfindung bzw. von Exporteuren benutzt worden, die damals auch in Amerika Messer verkaufen wollten. Es gibt auch wenige italienische und japanische Messer, die so gemarkt sind mit dem Original Bowie Knife. Das ist nämlich kein geschützter Begriff. Okay, wir fangen aber mal an mit diesen beiden Messern. Das sind beides Original Bowie Knives, haben das auf der Klinge stehen. Die sind aber sehr unterschiedlich. Ein paar Sachen sind identisch oder sehr ähnlich. Und dazu gehört auch die typische Solinger Billigscheide für solche Messer. Einmal in der braunen und einmal in der schwarzen Ausführung, jeweils mit einem Hirsch aufgedruckt. Ja, die sind nicht besonders toll, aber haben sich auch irgendwie bewährt. Meistens geht so eine Naht kaputt. Allerdings gibt es ja dann noch die Nieten. Und so halten diese Scheiden auch einiges aus. Aber wenn jemand wirklich das Messer tagtäglich benutzt, sollte sich vielleicht eine bessere zulegen zu so einem tollen Messer. Denn die Messer sind klasse Teile, die man über Jahre benutzen kann. Das hält diese Scheide nicht aus. Gut, dann kommen wir mal zu den beiden schönen Stückeln. Da ist einmal das Original Bowie Knife Solingen, rostfrei von der Firma Weidmanns Heil. Hier steht es auch nochmal. Das ist eine Firma, die auch nicht mehr existiert. Bis 1994 haben die Messer hergestellt. Der Name wurde von irgendeiner anderen Firma noch übernommen und zum Teil benutzt, aber nicht mehr aktuell. Und dann haben wir auch ein anderes Original Bowie Knife von der Firma oder von diesem Exportnamen. Das ist nämlich keine richtige Firma, sondern nur eine Bezeichnung. Kompass, Solingen, Germany. Und die Nummer 849 für dieses schöne Exemplar eines Original Bowie Knives. Und ihr könnt schon direkt erkennen, das sind im Prinzip zwei total verschiedene Messer, haben aber beide das Original Bowie Knife auf der Klinge stehen. Aber eben, das ist auch so ziemlich das Einzige, was identisch ist. Ich sag mal gerade die Daten. Was noch identisch ist, ist die Länge der Klinge. Die sind nämlich 15,5 cm lang jeweils. Dann sieht man, das Kompass Bowie ist 1 cm länger, nämlich 27 gegenüber 26 cm. Die Klingenbreite umgekehrt ist etwas breiter beim Weidmanns Heil.
nämlich 7, nee, 28 mm gegenüber 26 mm. Wiederum die Klingenstärke ist beim Kompass etwas stärker, 6,2 zu 5,4 mm. Und auch nicht identisch, kann man hier erkennen, dieser Clip-Point-Bereich bzw. Entenschnabelbereich ist beim Kompass auch 1 cm länger, 8,5 gegenüber 7,5 cm. Naja, und das eine ist eine Full-Tank-Konstruktion, Breitmannsheil, und hier ist eine verschraubte Spitzerlkonstruktion oder sogenannter Fahrtenerl, der hier hinten im Knaufbereich verschraubt ist. Ja, beide Messer haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das Weidmannsheil stammt aus den 80er Jahren. Wie gesagt, 1994 war Schluss mit der Firma. Das ist also ziemlich am Ende der 100-jährigen Geschichte gewesen. Und das Compass Bowie habe ich nicht genau rausgefunden. Dieser Exportname kommt sehr häufig auf Messern vor, die in den 60er und 70er Jahren hergestellt wurden. Von daher denke ich mal, dass es auch in dem Bereich hergestellt wurde. Ja, was sieht man noch, was unterschiedlich ist? Einmal hier keine Aufschrift von rostfrei, man kann es auch erkennen. Diese Klinge hatte schon leichten Rostfraß angesetzt, konnte ich mit Mühe wieder einigermaßen gut hinbekommen, wobei diese Klinge ist absolut solide und da konnte dieser Rost gar nicht richtig ansetzen. Das ist eine super harte Klinge aus Kohlenstoffstahl. Auch das Schärfen ist nicht einfach. Da hat man wirklich ein klasse Stück, wenn man mit diesem Messer hier arbeitet. Das hält sehr lange die Klinge scharf. Wirklich ein schönes Jagdmesser oder Gebrauchsmesser. Und dann hat man hier, wobei hier kann man natürlich erkennen, die ist recht spitz. Nicht so bauchig wie diese Klinge hier. Der Schliff ist bei dem Kompass auch flach. Und hier hat man einen Hohlschliff gewählt bei dem rostfreien Weidmannsheil. Auch dieses Messer ist sehr schön scharf. Das Gewicht hatte ich noch nicht gesagt. Das Kompass wiegt 260 und das Weidmannsheil 205 Gramm. Dann sieht man natürlich die Unterschiede hier auch beim Parierelement. Hier hat man einen S-förmigen Guard, kann auch einen Ricasso-Griff anwenden. Der stört nicht sehr, ist nämlich nicht so riesig groß. Der Griff selber ist recht schmal. Während man beim Kompass einen richtig großen, kräftigen, knollenartigen Griff hat aus der Hirschhornrolle. Auch hier ist ein Ricasso-Griff möglich und der Guard ist nach ja auch 60er Jahre Art.
Diese Art von Parierelement wurde damals häufiger benutzt. Was man häufig findet an diesen Messern ist, dass sich hier dieser Knauf löst, beziehungsweise auch die einzelnen Elemente, die sind nämlich nicht verklebt. Und wenn dann mal ordentlich gehackt wird und da Druck drauf kommt, dann kann es passieren, dass sich das verdreht bzw. löst. Das ist also recht häufig anzutreffen. Ich habe es in dem Fall auch neu machen müssen, habe es einigermaßen gut hinbekommen, aber so Kleinigkeiten bleiben dann immer noch. Da kann man erkennen, dass es nicht mehr so hundertprozentig zusammenpasst. Aber jetzt löst sich das nicht mehr. Ich habe es nämlich verklebt und jetzt ist es absolut solide. Ja, das waren die beiden 15,5 cm Klingen Bowies von zwei verschiedenen Solinger Herstellern aus zwei verschiedenen Epochen mit zwei verschiedenen Griffen, zwei verschiedenen Stahlsorten, zwei verschiedenen Philosophien und trotzdem heißen sie beide Original Bowie Knife. Ich finde sie beide gelungen. Ich denke, den meisten, die bei mir zuschauen, die sagen auch, das sind schöne Teile und auch absolut sammelwürdige Messer. Also, wenn man sich ein schönes Sammelgebiet suchen will mit verschiedenen Arten von Bowie-Messern, es wäre mal eine Idee, nur Original Bowie Knives zu sammeln. Die liegen auch im Preis meistens in einem recht günstigen Bereich, fangen schon manchmal bei 20, 30 € an. Da muss man natürlich ein bisschen Arbeit investieren, um die wieder hinzubekommen und gehen meistens nicht über 200 € hinweg. Das sind aber dann schon tolle Messer von Puma oder ältere von Böker und so weiter, auch größere Klingen, die gehen ja bis 25 cm. Okay, das war's wieder mal mit zwei Original Bowie Knives 6-Inch Klinge aus Solingen. Bis dann, ciao!